Hallo und herzlich willkommen zu ein paar ausgewählten Szenen aus der letzten sechsten Fight Night. Die habe ich dort bestritten. Das erste Gefecht machen wir mit Jum 80, dem Fun-Clan von Jumbo. Zumindest sobald der Pago da ist. Sagt mal hallo. Hi. Hallo. Hallo. Und der T2 hier oben ist ein Spotbush. Da kannst du dich gerne dran parken, dass du hier mir das innen drin aufmachst. Mhm. Heavy ist wieder straight durch die Mitte. Jo. Mensch, Mu, du bist eine richtige Persönlichkeit mittlerweile. Ach. Ja, wer weiß, was der zahlt. Immerhin haben sie Rico erkannt. Wenn du noch ein Jahr so weitermachst, hast du so viele Abonnenten wie Jingles. Nee, das wird im deutschen Raum niemals möglich sein. Wie wer? Dann lern Englisch. Dann mach ich den Damien Eagle. Wie wer? Ja, der mich erkannt hat, ist ein Kumpel. Zählt nicht. Der kennt mich, ja. Nimm wenigstens einer. Ja, also besser so. Hab schon mal eine Ruhe. Ah, fuck. Holt euch den Ruder hinten. Type. Lass den Type fahren, wir ziehen durch. Mit den Heavys. Christian, durchziehen. Warum sitzen die eigentlich alle in meiner Base? Na, ich glaube, die kämpfen alle. Ich glaube, ich habe eben Steine von, deswegen, der wollte mich nicht durchlassen. Wir sind gut verteilt. Die haben sich verteilt. Ich bräuchte mal einen, um rechts den IS-3 wegzuräumen. Jimmy, magst du mitkommen? Ja, ich komme. Jo, drückt ihr mal. Da ist noch was anderes. Geht mal hier mit dem, mit den drei IS-3 da rechts drauf und haut das Gerümpel da raus. Er hat mir dann drei. Hype. Sind zwei IS-3. Ja. Wir haben sie nicht mal angekannt. Komm, wir ziehen da jetzt alle rechts drauf und fertig. Alles klar. Kavenzmann geht rein. Jimmy, komm mit. Ich bin dabei. Oh, wir kriegen's von hinten. 90er geht auf den 50. Ja, wir kriegen's gleich von hier. 90. Vorsicht, Hasi. Einer mal bitte vor mich. Schon dabei. Danke, bin weg. Oh, was? Nein, Typ von hinten. Jimmy drückt durch, sonst gibt's gleich von hinten. So, mach mal erstmal den Ronny hier weg, den IS-3. Kommt. Oh. So. AMX. Bin mit dem Tarzan mit 1390er, holt euch mal den 50-100, der Rest zieht mal wieder in die andere Richtung. Genau, ja, die sind beide mit den rein durch. Wir gehen hier auf den KV-4 und den... Panzerfahrer, kommst du mit, Christian? KV-4 ist getrackt. Problem ist, wenn ich hier fahre, krieg ich mich die KV-4 raus. Ja, wir machen gerade zusammen. Er hat gerade geschossen. Komm jetzt mal hin, Roma. Block da einfach auf der linken Seite, rechts kommt jetzt auch noch ein Vektor für die. Irgendwo steht auch noch der. Ja, der Type. Ja, der Type und ein T34-3, die stehen irgendwo da drüben. Suchen sie jetzt mittlerweile mit APC, ja. Schön. Ja. 1390er macht man da hinten Licht. Nein, wir kämpfen diesmal nicht. Da sind wir eigentlich der Einzige, der tot ist. Ja, bist du. Stirb mal bitte noch jemand, sonst fühle ich mich schlecht. Ja, ich bin schon dabei. Ich habe sowieso eine Überlebensquote, die ist. Och nö. Ernsthaft? Ernsthaft? Enrico. Ja, Hasi wollte ja, dass noch jemand stirbt. 813,90 oder so. Ich zieh ihm nur die Ketten. Hab ich nur gemacht, damit du nicht als Einzel gestorben bist. Hab's gesehen, danke. Sag mal.
Nee, aber es ist ganz praktisch, dann kann ich euch wenigstens besser zeigen. Ja, das war pure Absicht. Mann. Was? Entschuldigung. Unfair, ey. Oh, Entschuldigung. War meiner. Ja, der hat mir auch einen Stinkefinger gezeigt. Ja, okay, dann ist gut. Danke. So, das war's dann erstmal mit Jum 80, der Fanabteilung von Jumbo. Und mal sehen, wen ich hier noch so auf der Fight Night finde. Wir sehen uns nämlich gleich wieder. Bis dann. Und da sind wir schon im nächsten Gefecht, diesmal mit den Städternen Wölfen Alphas. Außerdem sind noch die WOA und LRS dabei. Habe ich noch irgendwen vergessen? Beta ist noch dabei. Und genau, die Wildgänse 12. Der liebe Elmo wird uns durchs Gefecht führen. Viel Spaß! Nee, komm, lass. Okay, also Doppel-Budget-Spot hier unten. Zwei wirklich da rüber ballern. Eine supportet, die andere spottet. Ich will wissen, was da abgeht. Die andere Budget hier unten in den Busch reinstellen. Kriegst du die komplette obere Linie auf. Alles andere, was ich habe, erstmal in dem Bereich. Kurz einfinden, sammeln. Mates können hier oben draufstehen. Heavy ist ein bisschen im Hinterhang. Je nachdem, dass halt nicht gespottet werdet. Okay, Gobul fährt da unten. Dingo, ich glaube, du bist der Spot da unten. Man zieht sich erstmal gleich, ja. Ja. Mad Max, du musst hinter Gobul hinterher, davon den Backup-Spotter machen. Alchat, macht schon wieder nicht das, was du gesagt hast, egal. Bingo, Bingo, hier unten, der Busch. Direkt unter der Brücke, 907 offen. Mates, 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 drauf da. Er steht. Cracked. Weg. Knallt ihn raus. Sehr schön. Oh, die Salven. Ach, da unten, mehr wie's. Zieht euch ein bisschen raus da, die sind jetzt alle in Schussreichweite. Zieht euch ein bisschen raus. Pingo macht den Spot. Da kommt die nächste Batschart hinten. Sucht euch die einzelnen erreichbaren Ziele. Der Todjan, der muss rausfliegen. Hat ja geschossen. Hatchet da unten ist willig. Ein Objekt hinten, noch ein Objekt hinten. Richtung Elmo. Base, sind auf dem Weg nach oben. Konzentrieren uns auf eine Seite und dann machen wir einen Gegenpush. Wir gehen hier rüber, drücken auf die 140er, die beiden hinterrennen, also über die Bravo-Linie rüber mit den Mäh. Meine Heavys gucken, dass ihr von hier oben das 140 jetzt abfangt, was da jetzt kommt. Upsa. Lass ich vorher durch. Sammelt euch hier hinten, dann die beiden Objekt 140. Die haben sich zu weit rausgetraut, die müssen da weg. Die dürfen nicht wieder wegfahren. Wenn du da jetzt rausfährst, fährst du in den Halbkreis. Ich will da nicht rausfahren. So, ganz nach hinten. Ganz hinten in die Büsche rein und dann, wenn man sie von hier oben weg nach irgendwann anders verschießen kann. Fahrt nicht zu weit runter, guckt einfach, dass ihr gerade so runterfahrt, dass ihr geschießen könnt. Voller Droh ist gerade alleine. Hat geschossen. Könnt ein bisschen den Hang runter, ihr seht jetzt, wo der Gegner steht. Da oben kommt eine Batchet. Da Tour kommt. Good. Trojan kommt, One-Shot-Batchet. Jetzt könntest du zum Beispiel einen Ausfall machen. So, Heavy ist jetzt drüber, hier über die IS-7, die drei Stück, die beiden. Die beiden Batchets, holt euch mal die beiden hier unten, das Objekt 140 und 907. Papa? Heavy ist dran drauf drüber, los, die drei IS-7, holt sie euch. Diese hier unten, meine Mates, macht den Ausfall jetzt über die drei, vier Stück. Fallt jetzt einfach über sie her, sind runtergeschossen, low HP, wer voll ist, fährt vor. Focus Fire, 550, volle Droh, Objekt 140, fährt weg, nehmt da zweimal drauf. 888 drauf. Ah, die hat geschossen. 390, sehr schön, nächstes. Komm, Krawall muss raus, Krawall muss raus. Noch ein Schuss für Icke. Mit mir ist lade. Ich nehme ihn raus.
Sehr schön. Hinten an die IS-7 ran. Als erstes Dr. Eisenfaust. Zwei Schüsse für ihn noch. Nächster. Mad Max 15. War der eigene Krischi? Track die, IS-7, darf sich da nicht mehr so rumstellen. Schießt ihm hinten aufs Kettenblatt, sehr schön. Check mal wegfahren vor der IS-7 oben. Hochdrücken, nächste IS-7. Und hier die Batschatz, rammt ihn mal bitte tot da unten. Kann nicht immer noch leben. Sehr schön. Mad Max, Arti suchen, die Batschatz irgendwo in dem Bereich, Arti finden. Halt euch ein bisschen auf, die Mates können hier mit rüber irgendwo Freeplay, bis die Arti gefunden ist. Lass dich nicht noch wegholen, Mad Max, ne? Nicht die genug Dicey, Arti ab. Da habe ich aber eben ganz schön gefressen. Da will man mal kurz rüber gucken und zack war ich tot. Da war auch die Arti mit bei, ne? Hast du? Hat geschossen, sehr schön. Ja, klar, die war da eingeaimt. Gedacht, kannst du Snap abgeben, oh, war's wohl nicht. Das war wohl nicht fertig. Tja. Ja, schön gespielt. Und das war's dann auch erstmal mit den stehenden Wölfen Alphas plus Gästen von der Fight Night. Vielen lieben Dank, Jungs. Gerne. Oh, null Damage, darf man ja niemandem zeigen. Habt ihr alle nicht gesehen? Ja, das war alles nur Absicht. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. So, zum Abschluss der ersten Eindrücke der sechsten Fight Night gibt es hier nochmal ein Gefecht mit Ode Mortis. Und ja, wir haben natürlich auch noch ein paar Gäste dabei. Und wer führt uns durchs Gefecht? Wer ist es? Der Misu. Wunderbar. Ansonsten haben wir noch den lieben Grummel dabei. Und der wird uns jetzt wahrscheinlich ebenfalls noch im Stream zeigen. Also legen wir direkt los. Hallo. Folgendes, eine Batchet hier vorne an der Kante da hochgucken. Die Heavys alle hier rüber. Und der Briten-TD auch, die 907er auch hier dahinter. Eine Batchet hier kurz mal draußen hier gucken, was hier auf der Seite passiert. Bin ich das sonst selber? Nee, bin ich nicht. Da kommt man das vorne wahrscheinlich. Gerne auch Batchet halt sich einfach im Hintergrund einfach Heavys mit unterstützen. Und dann werden die Heavys, wenn möglich, hier auf dieser Linie, auf der Dreierlinie etwa, angreifen, die Mediums nach außen und über die Zweierlinie quasi. Gucken, wie das auf der Karte funktioniert. Musikbuch machen bei drei Arten, ne? Okay, die sind auch da, das heißt Death-Position bitte nicht, also nicht weiter angreifen, bloß da Death-Position. Badget ist hier Akku, wir fahren hier mal ein bisschen weiter. Gut. Ich sehe da einen Loki. Macht einfach da, also stellt euch da einfach irgendwo Death hin, möglichst gut die Mediums einfach als Supporter dahinter. Ja, Arti ist hier eingeimpft. Links, kommen sie ein bisschen. Vorsicht, stellt immer richtig auf. Ich sehe es halt jetzt gerade nicht. Das müssen wir gerade jetzt einfach so hinkriegen. Rot, wir ziehen uns alle ein Stück zurück. Du fährst wieder vor. Fahr doch mal mit zurück, dass wir uns hier links dann richtig ausstellen. Kiki steht richtig, dann Heavy noch dahin. Das war sie genau. Na gut, weiter. Wir müssen hier weiterkommen. Wir müssen ja auch und jetzt da reinhalten. Ja. Ey. Da, auf die Kette, Badget raus. Go, die darf nicht zurück. Ah, fuck. Die anderen zwei Aris rausnehmen. Darkwood mit. Jo, check. Da links die Badget, Achtung, aufpassen. Ich hab die Badget da. Ja, fahrt ein Stück zurück. Wir müssen sie nur ein bisschen aufhalten. Hinten ich kommt ein Objekt da unten jetzt gerade nicht sehen. Macht es so gut wie möglich. Hast du noch einen, Meso? Ja, gut. Ich bin im Reload. Go, Mediums mal links auf die Badgets. Mediums macht man links, man nimmt mal die Badgets raus. Ja, ich bin im Reload. Mal helfen, die 50 Bs. Gerne. Die Heavys, bisschen ruhig halt. Wir seid weniger Mitz, da, animiert sie nicht zum Drücken. So, ist da wir fahren. Drückt drauf, doch mal da drauf, nicht stehen bleiben, Mediums links. Riemann, ohne King Max, holt euch den jetzt. Go. Ich bin im Reload. Meso hat nur noch zwei. Ja, ist okay. Ich hab gleich in 10 Sekunden nachgeladen.
Check. Dann nehmen wir einfach die S7 hier raus, die 250B und dann den Rest. Wir sind beide im Reload. Jetzt mal rechts auf die Badshed gehen, wo? Reload nicht. War der 50B nämlich raus, Duckwood? Ja, Duckwood, ich bin auf dem Weg zu dir. Ach! Das ist so geil, ey. Wenn du nachgeladen hast, fahr einfach weiter und mach den Rest. Jo, 10 Sekunden noch, dann bin ich dran. Und drauf, hier links, drauf, 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 Duckwood, vor, los, los, los. Vor. Nicht, grummel du nicht. Wer ist das hier vor mir, noch? Der? Ich reserviere mir Loki. Nee, Kimix ist das. Ja, Loki, warte, da komm ich selber hin. Nein! Loki, hab ich mal am Leben lassen. Kein Durchschlag. Loki, 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 Loki? Nein! Bibelos! Annette! Ich hab's doch angekündigt! Ich hab's doch angekündigt! Ich such schon mal einen klaren Voraus. So. Na, wenigstens die Chefs haben wir verkloppt. Das war Ode Mortis gegen die lustige Kompanie aus Clan-Kommandanten. Die habt ihr ja schon gesehen im letzten Video. Und ja, vielen lieben Dank an Ode Mortis, dass ich hier mit euch fahren konnte. Und ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir bei der Fight Night. Sagt nochmal Tschüss. Und Tschüss. Bis Mittwoch. Tschüss. Oh Gott. Ups. So, die 1390er drücken jetzt hier drauf, dass ihr in die Seite kommt. Nimmt ihr die S3 raus. 3 Sekunden. Oh, Jimmy, das müssen wir auch noch üben. Ja. Ach, Leute. Okay. Ich krieg die Kanone. Hinter uns 93. Geht leider nicht durch die Kanone so weit. So, zum Schluss nochmal ein paar offizielle Zahlen. 1700 Leute waren gleichzeitig online und über 3700 verschiedene Leute haben an der 6. Fight Night teilgenommen. Also wieder richtig erfolgreich und ich freue mich schon auf die 7. Fight Night. Macht's gut, bis bald, euer Mu. Tschüss.